Mal gespannt, was da drin ist. Da oben sind auch noch welche. Also truhentechnisch. Wir haben Vergiftung entfernen, kleinen Trank und Gold. So. Neuer Feind. Ja, die sind auf der anderen Seite vom Fluss. Komm ich denn da rüber? Ja, lass uns mal hier zu den Pilzen. Das klärt sich dann von selbst irgendwie, hoffe ich mal. Weil da kommen wir aktuell nicht hin. Ah, okay. Sehr schön, das reicht aus. Das reicht tatsächlich aus, einen Moment wegzugehen. Neuer Feind. Komme ich an den Magier ran? Nee, natürlich nicht. Okay, die Moskitos drehen ihre Runden und wollen hier wahrscheinlich rüber. Erstmal den da. Oh, habe ich euch eigentlich schon von meiner letzten Heldentat erzählt? Bla 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 bla. Großartig. Alle pennen, selbst die Freunde. Da steht irgendwas rum, das ist ein Goblin, glaube ich. Ja, nun. Das ist ein Goblin. Ach, der haut die Moskitos weg. Großartig. Das ist meine Erfahrung, du Sau. Stoffhetzen. Dekorativ und Jod. Was haben wir denn noch so? Ein kleiner Heiltrank, sehr schön. Der dekorative Stoffwechsel ist doch garantiert für Mandy, oder? Ich bezweifle, dass Holy das anzieht. Cool, wer weiß. Zuzutrauen wäre es einer halbgöttlichen Wenigkeit. Dann mache ich mal den hier und Speicher, weil das ist ein kleiner Erfolg. Dann geht es jetzt ein paar Meter zurück und bergauf, denn da war noch eine Truhe und ein paar Gegner. Welchen Level haben wir eigentlich aktuell? Wartet mal. Wir sind... Sehe ich denn das? Level 4 da oben. Wissen wir da jetzt nicht auch Skills bekommen haben mit Level 4? Ne, war so als ob. Da ist der Vogel. Was? Menschleins? Menschleins hier in meinem Gebiet! Das Gebiet von Ruke Seins! Hi! Rukel wütend! Rukel sehr wütend! Rukel will was kaputt machen! Der hat irgendwie Temperamentprobleme, oder? Goblins! Blockiert die Brücke! Sofort! Da ist eine ganze Horde Goblins angekommen. Wie aufregend! Die kriegen wir schon klein. Wir müssen dringend den Boss besiegen, sonst werden uns die Goblins keine Ruhe lassen. Na klar. Aber wie kommen wir über die Brücke? Das sind zu viele. Die schaffen wir doch nie. Klar, die schaffen wir locker. Seine halbgöttliche Wenigkeit hätte da einen halbgöttlichen Plan. Okay, ich bin ganz Ohr. Seht ihr die männlichen bläulichen Choco-Chicks, die dort weiden? Im Gegensatz zu den gefährlichen rötlichen Weibchen sind sie friedlicher. Es sei denn, man greift sie an. Okay. Aber wenn sie Goblins sehen, können sie richtig aggressiv werden. Choco-Chicks hassen Goblins. Muss am Geruch liegen. Oh, die sind wirklich süß. Vielleicht sollte ich ein weiteres wildes Choco-Chick fangen und reiten. Mal schauen. Dafür ist keine Zeit. Stattdessen sollten wir die Goblins zu den Choco-Chicks locken und... Still!
Seine halbgöttliche Wenigkeit hat den halbgöttlichen Plan. Wir werden die Goblins zu den Choco-Chicks locken. Das hat Drake doch gerade gesagt. Hör doch mal zu. Avatar, ihr seid so intelligent. Aber das habe ich doch gerade vorgeschlagen. Wieso kriegt der Avatar immer die Komplimente? Wahrscheinlich, weil er langes goldenes Haar hat und eine Sonnenbrille und aussieht wie Mr. Sunny Beach Boy und du siehst aus wie aus der Gruft entflohen. Jetzt nicht wieder deprimiert werden. Los, stolze Männer und Jungfrauen von Glory, lasst uns diese Brücke erringen. Kriegen wir hin. So, dann erstmal den da. Aua. Au. Dann sagen wir, sie darf einen Holi nicht. Der... du darfst auch gerne mal. Genau. Alter, die halten ja schon was aus. Was ist denn das? Da kommt noch einer. Junge, Junge. Achso, ich wollte mal wegen den Skills gucken. Stimmt. Gut, Mandy ist Level 2, die wird noch keiner haben. Aber Drake müsste schon einen haben. Natürlich, geh auf den Bogenschütz, Sau. Verdammt, sie haben eine Jungfrau getötet. Ihr Schweine! Ihr Schweine! Oh, oh, okay. South Park lässt grüßen. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Das kommt etwas später. Bei der Macht von Glory. Verdammt, ja, so, das kommt etwas spät. Das ist jetzt was? Kleinhauer, okay. Fähigkeit. Wo ist das denn hingeflogen, bitte? Okay. Polierte Plattenrüstung. Okay. Das ist schon mal gut. Deine halbgöttliche Wenigkeit bekommt eine halbgöttliche Rüstung. Ah, ja, nun. Ich frage mich, wenn ich an diesen Heilaltar herantrete. Ob die Gute wieder aufsteht. Ah ne, halt, der war hier. Verdammt, sie haben eine Jungfrau getötet. Was? Schon wieder? Ihr Schweine! Hä? Ach so, weil, ja. Ja, nee, also sie ist nicht wieder da, aber... will ich das auf mir sitzen lassen? Ja, eigentlich nicht. Wann war der letzte Autosave? Wartet mal. Speichern. Wir haben es 50. Wie sieht's denn hier aus? Ah, okay. Da lebt sie noch. Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht auf die Bogenschütze losgehen. Dann lasst uns erstmal hier lang. Du musst auf den Skill achten. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Da hast du eine ganze... Jo.
Kennen wir doch schon. Seine Wenigkeit hätte da einen halbgöttlichen Plan. Kennen wir schon. So, dann mache ich nochmal einen. Oh, hier ist noch eine Truhe, das ist sehr gut. Dann lasst uns erstmal die Pilze weghauen. Eine Dreifachattacke, die den Gegner blinden lässt. Was anderes kann ich noch nicht. Aber das brauche ich bei dem Pilz nicht. Sehr schön. Gut, der ist zu weit weg, glaube ich. Pause. Habe ich was gesagt? Ah, okay. Die hassen anscheinend nicht nur Goblins, die hassen auch alles andere. Kann ich die Truhe holen? Mal gucken. Gold und Heiltränke. Okay. Also Heil- und Mana-Tränke. So, dann möchte ich aber hier nochmal die Plattenrüstung für Holy holen. Aber das könnte durchaus... Halt! Ach Mist, ich wollte den Skill benutzen. Da war ich ein wenig voreilig. Hier ist ein Busch. Natürlich. So, dann darf ich jetzt dann erstmal auf den da. Und Holy kümmert sich um den Rest. Alter, das Vieh ist geflogen, ne? Strike! Das habe ich jetzt erst gesehen. Sehr schön. Mädel. Ach, warte. Wenn du da stehen bleiben könntest, wäre gut. Natürlich geht er wieder auf den Heiler, das ist doch zum Kot auf den Heiler, auf den Fernkämpfer. So, und Holy hat noch ein bisschen Mana übrig, dann machen wir mal den hier. Und tschüss. Strike. So. Da, entweder kommt da neuer, oder, naja. Warte mal, du machst mal den da. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper. Bei der Macht von Glory. So. Und seine halbgöttliche Wenigkeit macht den letzten Aasgeier weg. Bong! Super. So. Dann einmal erkunden. Die Goblins, die holen wir uns dann gleich. Aber erstmal die Truhe. Das lief ein wenig besser. Und jetzt gehen wir uns nochmal regenerieren, auch wenn es ein paar Meter laufen ist. So. Weil unser Bogenschütz ist fast im Poppes. Und kostenlose Heilung, das sollte man nicht ausschlagen. So, perfekt. Oh, können wir hier... Ah, dann ein bisschen schneller unterwegs, ne? Jo. So, dann lasst mich hier nochmal einmal speichern, weil das war ein guter Erfolg jetzt. War gut, dass ich nochmal geladen habe. Sonst hätten wir nämlich bei Cynthia Geld ausgeben müssen und das hätte ich nicht gewollt. So, hier ist die Straße, hier ist auch nichts weiter, ne? Nö. Da ist nichts weiter. So. Wie ist denn das? Kriegen wir die tatsächlich nicht tot? Ich frage für einen Freund.
Level up. Nice. So. Du hast natürlich auf der Straße schlechtere Karten, Mädel. Aber mal gucken. Vielleicht passt es ja. Nee. Oh, super. Boah. Okay, das ging da hinten los. Ach ja, weil sie besoffen sind. Naja, klar. Jo. Du hast noch wie viel? Du bist fast tot, das kann jemand anders machen. Dann würde ich sagen, bist du der Nächste auf der Liste. Seine halbgöttliche Wenigkeit, ja, nun. Wie wäre es mit dem da? Hier kommst du nicht ran. Na, dann hau den mal weg. Du versteckst dich mal hinter Holy und machst mal den. So. Die Erfahrung lasse ich mir doch nicht entgehen hier. Den. Den. Bong. Und du könntest... Jo. Ja, fast. Auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal, was ein normaler Schlag ausrichtet. Ja, okay, es muss schon was mit Bums sein. Aber seine halbgöttliche kann mal den machen. Joa, lief doch perfekto. Dann gehen wir uns nochmal Heilung holen, und zwar kostenlos, und dann haben wir die Choco-Chicks auch nochmal über den Haufen. Wenn das geht. Weil, wie gesagt, Erfahrung, ne? Kostenlose. Kostenlose, quasi geschenkte XP. Und in diesem Spiel können wir jeden Level und jedes bisschen Loot brauchen. Kann ich die ja mal so angreifen? Nee, ne? Schade. Kann ich nicht. Naja. Dann gehen wir mal über die Brücke und gucken mal, was uns so erwartet. Aber meine Schamanins werdet ihr nicht bezwingen. Und mich schon mal gar nicht. Nun werden's ihr sterben. Wie Sie meinen, Frau Doktor. Klar, euch verspeise ich zum Frühstück. Los, Drake, greif ihn dir. Den mache ich Platz. Drake, los. Was? Wieso ich? Wieso nicht? Vergesst die Schamanen nicht. Auf diesen Plattformen können sie mit erhöhter Reichweite angreifen. Magier und Bogenschützen können das. Na klar. Dann klettern wir auf die Leitern und machen sie oben fertig. Und alles nur wegen dieser neuen Jungfrau. Bitte, bitte, rettet mich. Sie reißen mir gleich noch die letzten Fetzen meines Kleids herunter und dann wäre ich absolut und völlig nackt. Um Gottes Willen, das will ja niemand. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird noch motivierter. Attacke! Das war klar. Alter Lüstling. So, neuer Feind. Rukel ist der Boss. Fun Fact oder kleiner Spoiler in dem Moment. Rukel ist tatsächlich partymitgliedsmöglich. Kann ich den jetzt angreifen? Chocochick? Nee, irgendwas kann ich aufheben. Was kann ich denn aufheben? Oh, Goldhaufen. Cool. Wir wollten die Leiter hoch, da komme ich nicht hoch. Dann bin ich den da oben los? Ja, tatsächlich. Na dann. Oh, das ging daneben. Schade. Seine halbgöttliche Wenigkeit. Du könntest mal den da einen auf den Kopf geben. Warten! Gnade! Bitte was? Okay. Was? Du winselst um Gnade? Ich hätte mir heute fast selbst das Leben genommen. Und du winselst darum? Das war jetzt irgendwie einfach. Ihr habt gewonnen. Ihr habt mich besiegend.
Wenn ihr mich nicht tötet, dann werde ich euch als Gefährte folgen. Ganz treu seid's. Ja, wie gesagt, der wird... ich hätte jetzt erwartet, dass es ein zäher Kampf ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt aber eine verkellern und dann... Also einfach eine draufballern. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt tatsächlich auch friedlich sind, weil dann ist Erfahrung weg. Dann würde ich nochmal laden. Das wäre ein Krimineller nach Geschmack seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Was kannst du so, Gauner? Danke, oh großherzigen Tony Avatar. Ich kann mit Messers umgehen und Sachen's kaputt machen. Holy, was sagt ihr? Wollen wir uns das wirklich antun? Und ihr seid ein wirklich großer, großer, großer Held. Ich wäre stolz, an eurer Seite was kaputt machen zu dürfen. Also wie er Honig ums Maul schmiert, da sagt Holy nicht mehr. Der Goblin hat Geschmack, das muss man ihm lassen's. Lassen. Lassen's. Der ist so knuddelig. Ich vertraue ihm. Lasst ihn uns mitnehmen. Wie ihr wollt. Ruckel, pack deine Sachen. Du bist dabei. Ihr werdet es nicht bereuen. Nicht bereuen. Sehr vertrauenserweckend, die Lache. Aber nun überlebende Goblins auf mich und Menschensfreund stinkig seins. So laufen nun mal die Geschäfte. Kein Problem, die mal platt. Goblin-Gebräu zu mir nehmen's. Jetzt, wir hauen's alles kaputt.